Ja, Hudi, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Heute im nächsten Teil, wir hatten ja letztens mal den Bass bearbeitet und heute nehmen wir uns ein paar Vocals auf und dann diese gleich abmischen. So ein bisschen zumindest. So ein paar Basics. Welches Mikro nehme ich dafür her? Ich nehme das Rode NT1A. Ist jetzt nicht mein teuerstes, aber auch nicht mein billigstes Mikrofon, aber ich finde es einfach cool, auch vom Sound her gefällt es mir. Boah, warum nimmt denn der sein billiges Mikrofon? Es gibt doch viel bessere, ne, viel teurere, wie zum Beispiel hier das Neumann TLM 107. Habe ich ja auch bei mir. Aber ich würde mir jetzt nicht extra, wenn ich sage, ich mache hier Vocalaufnahmen, würde ich mir jetzt nicht das Mikrofon hier extra rüberholen, weil, auch wenn es 10-mal teurer ist, es klingt ein bisschen anders, aber qualitativ nicht schlechter. Und da habe ich ja sowieso schon ein tolles Video dazu gemacht. Also, toll sagt's ihr, nicht ich. Ich habe hier einen Link, hier diesmal deutlich richtig, hier über ein Hardware-Starter-Set. Falls ihr jetzt euch dann entschließt, ein bisschen zu investieren in eigene Audio-Hardware, habe ich hier ein Video dazu gemacht. Ich würde euch auch nicht empfehlen, gleich sowas Teures zu kaufen, weil das teuerste Mikrofon bringt euch gar nichts, wenn ihr das in einem beschissen klingenden Raum aufnehmt. Vergleichen wir mal kurz. Ich habe jetzt hier mein Rode NT1A in meinem Regieraum, also akustisch optimiert, direkt an dem Behringer UMC 28 mit seinem internen Preamps. Insgesamt für so knapp 400 € je nach Tagespreis. Und das klingt so. So klingen meine Aufnahmen mit dem billigen Rode in einem guten Raum. Bei ganz nah am Mikro kickt der Nahbesprechungseffekt wie basslastig. Dieser Popschutz übrigens ist dafür da, dass er die ganzen Plosive zurückhält, wie Paula poppt poppend im Pornokino. Machen wir es mal weg. Paula poppt poppend. Und jetzt mein Neumann TLM 107 inklusive Spinne, die ein Hunderter extra kostet, über mein VHD SSL Preamp für knapp 2000 €, über mein Roland Studio Capture für 900 €, also insgesamt 4600 € über das Zehnfache in dem, was das andere Paket kostet, und das im Scheißhaus. Und dieser Raum klingt deutlich schlechter, viele nackte Wände, fast quadratisch, also die unidealsten Voraussetzungen. Und umso weiter ich weggehe, umso schlimmer wird das Ganze noch. Obwohl diese Hardware so richtig teuer ist. Und es ist nicht einmal Popschutz dabei. Also da kann die Paula immer noch poppen und es klingt furchtbar. Nochmal direkt. Günstige Hardware, guter Raum. Sauteure Hardware, Scheißraum. Scheißhausraum. So klingen meine Aufnahmen mit dem billigen Rode. Und dieser Raum klingt deutlich schlechter. Viele nackte Wände, fast quadratisch. Sorgt also hier schon mal für eine einigermaßen gute Akustik. Am besten wäre es natürlich mit Akustikelementen, aber ihr könnt euch auch so Abhilfe schaffen. Es muss nicht immer was Teures sein. Probiert doch einfach ein paar Räume in eurer Bude aus und vertraut da ruhig euren Ohren, ob es gut klingt oder nicht. Habt ihr einen Kleiderschrank in eurem Zimmer? Dann macht den Kleiderschrank auf, wenn der voller Klamotten ist und schaut, dass dahinter steht. Das tut der Akustik schon gut. Wenn über euch irgendwas ist, was dämmt. Am schlimmsten ist ein quadratischer Raum. Da bilden sich dann solche Raummoden, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wir sind heute dafür da, um aufzunehmen. Und jetzt ganz wichtig und kurz aufpassen, das ist wirklich wichtig. Wenn ihr ein Mikrofon hernimmt wie dieses, ein Mikrofon, welches 48 Volt Phantomspeisung braucht, dann beachtet immer die gleiche Reihenfolge beim Anschließen und auch beim Abstecken. Sonst kann so ein Mikrofon schnell kaputt gehen. Zum Anschließen des Mikrofons erstens Audio-Interface einschalten. Im nächsten Schritt Mikrofon anschließen. Dann die Phantomspeisung aktivieren. Wenn ihr mit den Aufnahmen fertig seid, erst die Phantomspeisung aus, dann ein, zwei Minuten warten, damit sich auch alles vollständig entlädt und dann erst das Mikrofon abstecken. Wenn ihr diesen Punkt beachtet, dann habt ihr auch mit selbst dem billigsten Mikrofon
lange, lange eure Freude. Aber zurück zur Aufnahme. Ich habe jetzt hier mein Projekt, mein Hey-Hey-Projekt, was wir schon die ganze Zeit haben. Und jetzt mache ich erstmal einen neuen Track, weil irgendwo muss ja der Sound wieder rein. In dem Fall unsere Vocals. Ich kann entweder mit Rechtsklick Audiospur einfügen, aber ich habe auch hier, nehmen wir mal halt mal was anderes, das Plus-Symbol hier oben. Und da kann ich gleich einstellen, an welchen Eingang soll es gehen, an welchen Ausgang soll es geroutet werden, etc. pp. So, wir sagen jetzt hier, ich mache mal zwei Spuren, weil ich möchte hier auf zwei Spuren aufnehmen. Ich möchte meine Stimme zweimal aufnehmen. Mach die ein bisschen größer und wir werden sie gleich umbenennen, weil nichts ist schlimmer als nicht benennen. Vocals. Und wir nehmen das mal Vocals und Vocals B. Nehmen wir die vielleicht Vocals A. So, dann setzen wir uns mal die Kopfhörer auf zum Aufnehmen. Ich habe jetzt hier diese Superlux, also früher hießen die Samson, aber mittlerweile wird es unter Superlux vertrieben. Das sind jetzt geschlossene Kopfhörer, super zum Aufnehmen, weil sie keinen Ton nach außen lassen oder so wenig wie möglich. So, machen wir mal einen Take. Jeden Tag! Ich habe jetzt zweimal eingesungen, macht man hier gleich wieder aus. Wenn ihr die Wellenform hier, die dargestellt wird, größer haben möchtet, dann könnt ihr es hier mit Klicken und Ziehen ein bisschen größer ziehen. Und da hören wir doch mal kurz rein. Jeden Tag mache ich Tutorials, Tutorials. 20,7 Bass. Sagen wir nicht übersteuern. Ist alles funky. So. Den Browser braucht man aber nicht, blenden wir aus. Mit B. Ich habe jetzt nicht mehr meine geschlossenen Kopfhörer, sondern habe jetzt hier halboffene. In dem Fall sind es meine AKG. Aber ihr könnt natürlich auch, wie wir schon öfters gesagt haben, die Superlux hernehmen. Die halboffenen, finde ich, sind vom Klang her genauso gut wie die AKG. Jetzt möchte ich, dass beide Aufnahmen ja jeweils einer Spur sind. Das kann ich machen, wenn ich die einfach mit Klicken und Ziehen hierher tue. So. Und dann können wir gleich ein Trimming machen. Mit der Taste N kann ich meine Snap-Funktion schnell ausschalten, also mein Rasterlineal, das mache ich jetzt mal aus. Also entweder mit Linksklick und Ziehen markieren und dann die Entferntaste drücken, wird OSC gelöscht. Oder auch hier einfach mit Klicken und Ziehen kann ich das genauso machen. So. Jetzt möchte ich Vocals B möchte ich jetzt erstmal außen vor lassen. Das kann ich mit einem einfachen Klick auf M hier, auf Mute, kann ich das deaktivieren. Und jetzt hören wir mal rein. Und wir hören gar nichts. Und woran liegt das? Die Aufnahme 4 war die neueste Aufnahme. Und Aufnahme 3 war die Aufnahme davor. Und bei Cakewalk ist es jetzt so, wenn wir Comping aktiviert haben, was ich ja hier sehe, hier wird mir das Comping aktiviert, dann ist es so, dass immer die Aufnahmen davor werden standardmäßig gemutet. Wenn ich jetzt die hier, die vorherige Aufnahme, wieder unmuten möchte, geht es nicht hier, weil das ist ein Unterschied. Ich kann hier den Track muten, ich kann aber auch einen Clip muten. Und seht ihr den Unterschied? Das ist hier so grau und grau, das heißt, der ist gemutet und der ist hier grau und blau. Der ist ungemutet. Kann aber auch schwarz und grün sein. Unmuten, Rechtsklick auf den Clip und dann Clip stumm, Schrägstrich laut schalten. Und jetzt ist er wieder bunt. Jeden Tag mache ich Tutorials, Tutorials. Schalten wir die zweite dazu. Und das ist auch gleichzeitig ist es ein Effekt, den nennt man Stimmdoppelung. Und Stimmdoppelung, wenn ihr macht, immer beide Eisinger. Nicht einfach Copy-Paste vor einer Spur machen, das funktioniert nicht. Weil mit so Doppelung kann ich ziemlich coolen Scheiß machen. Ich kann es entweder auf der Monomitte lassen. Jeden Tag mache ich Tutorials, 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 jeden Tag. Und ihr hört auch gleich, wenn die nicht exakt eingesungen sind, dann klingen die auch nicht so geil. Da kann man zum Beispiel so Spielereien machen, dass ich diese Spur hier auf die komplett linke Seite im Stereo-Panorama schmeiß und die auf die komplett rechte. Und dann habe ich einen coolen Stereo-Effekt, vorausgesetzt natürlich, ich jetzt richtig eingesungen.
und warum, dass ich die zweimal aufgenommen habe, das erklären wir dann im nächsten Video. Falls es noch nicht da ist, das Video, weil ich muss es ja immer auch noch drehen, dann findet ihr jetzt hier eins, so hier eins und unten wie immer zum Chillen, wenn es mal wieder zu heftig war. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über Kommentare, eure Fragen und natürlich ein Like oder ein Abo, immer ganz geil. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchibärli und Servus.